Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV. Das große Thema unserer heutigen Sendung ist Generation Praktikum. Ich denke, das kennen viele von euch. Viele haben mit Sicherheit schon ein Praktikum absolvieren müssen. Bei uns geht es auch so ein bisschen um die Dauerpraktikanten, die ständig wieder ihre Verträge verlängert bekommen, aber keinen Festantrag. Darüber wollen wir heute sprechen. Außerdem haben wir Herrn Lauterberg zu Gast. Er hat die Lauterberg Akademie für Recht und Wirtschaft gegründet. Ihn haben wir auch besucht. Und etwas später wird auch noch der Herr Scholz zu uns kommen. Das ist der Lehrstuhlleiter von MKM. Und er wird auch noch einiges zum Thema Praktikum erzählen. Außerdem waren wir für euch auf der Gründermesse in Saarbrücken, haben uns dort mit dem Wirtschaftsminister unterhalten und mal geguckt, was auf dem Gebiet der Existenzgründung so los ist. Und wir haben auch den Rüdiger Nehmberg interviewt. Das ist dieser Survival-Experte, der schon alle Wüsten durchquert hat oder auch durch den Dschungel und immer Würmer ist. Kennt ihr bestimmt. Und zum Schluss haben wir zimmerfrei. Da gibt es heute eine Besonderheit. Nämlich, wir waren bei Heiko. Das ist unser Mann in der Bildregie. Und der braucht nämlich einen neuen Mitbewohner. Und jetzt starten wir wie immer mit den Orga News. Film ab! Saar-Universität erhält das Zertifikat Audit Familiengerechte Hochschule. Im Sommer 2004 war die Universität des Saarlandes für vorerst 3 Jahre mit dem Grundzertifikat Audit Familiengerechte Hochschule ausgezeichnet worden. Auch der aktuelle Reauditierungsprozess wurde mit einem positiven Gutachten abgeschlossen. Damit hat die Saar-Uni erneut ihr familienpolitisches Engagement unter Beweis gestellt und auf dieser Grundlage weitere Zielvereinbarungen abgeschlossen. Die öffentliche Verleihung des Zertifikats findet am 19. Juni in Berlin statt. Bundesfamilienministerin Dr. Ursula von der Leyen und Bundeswirtschaftsminister Michael Kloß werden die Universität dann für ihr vorbildliches Engagement persönlich auszeichnen. Neue Studiengänge an der Universität des Saarlandes. Mit Beginn des Wintersemesters 07/08 fällt der Startschuss für zahlreiche neue Bachelorstudiengänge und modularisierte Lehramtsstudiengänge. Die Studierenden erwartet ein modernes Studienangebot, das die profilierte fachliche Ausrichtung der Fakultät an der Saar-Universität mit den Vorzügen eines gestuften, modularisierten Studienangebots verbindet. Universitätspräsident Prof. Dr. Linneweber betont, bei der Studienreform ging es nicht um eine Strukturreform, sondern um eine echte Qualitätsverbesserung des Studiums. Die Vorzüge der neuen Studiengänge sieht die Leitung der Universität vor allem in der besseren Studienplanung und der besseren Verzahnung von Theorie und Praxis. Gute Position der Saar-Universität bestätigt. Zahlreiche Platzierungen in der Spitzengruppe erhielten die neu gerankten Fächer an der Saar-Universität im aktuellen Hochschulvergleichstest des Zentrums für Hochschulentwicklung. Universitätspräsident Prof. Dr. Linneweber bewertet das Abschneiden der Universität des Saarlandes als ermutigend. Sehr gefreut hat es mich, dass wir uns gegenüber dem letzten Ranking in den meisten Fächern in ein oder mehreren Punkten verbessert haben. Die positiven Beurteilungen, vornehmlich bei Betreuung und Studienorganisation, sehe ich als ersten sichtbaren Erfolg unserer Anstrengungen für eine durchgreifende Studienreform. Werfen wir nun noch unseren wöchentlichen Blick auf das Unifilmprogramm. Am Dienstag, den 22. Mai, erfreut uns das Unifilm-Team mit dem Klassiker Das Leben des Brian der englischen Comedy-Truppe Monty Python. Also ihr Purchen, bereitet euch auf Dienstag vor und seid früh da, damit ihr die schönsten Plätze bekommt. So, ich hoffe, ihr seid jetzt umfassend über alle Neuigkeiten an der Uni informiert. Vielleicht wird sich der ein oder andere ja auch noch den Monty Pythons Film angucken. Mal schauen. Wir beginnen jetzt mit unserem ersten größeren Thema, nämlich mit Herrn Lauterberg. Bevor wir aber in das Gespräch starten, wollen wir euch die Lauterberg Akademie noch etwas genauer vorstellen. Sie wurde 2005 gegründet und befindet sich am Starterzentrum 2 der Universität. Wir waren mal hingefahren und haben uns mal alles dort ein bisschen genauer angeguckt. Film ab!
Wir für den OrgaTV stehen jetzt am Starterzentrum 2 der Universität des Saarlandes, übrigens Gebäude 30. Und wir besuchen heute die Rauterberg Akademie für Recht und Wirtschaft. Neben mir steht jetzt der Gründer, Herr Rauterberg, und er wird sein Unternehmen heute mal etwas näher vorstellen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Rauterberg. Ich habe die Rauterberg Akademie für Recht und Wirtschaft vor 2,5 Jahren hier im Starterzentrum 2 der Universität des Saarlandes gegründet. Ziel war es, Existenzgründern aus dem akademischen Bereich zu unterstützen. Wir arbeiten sehr eng mit der KWT zusammen und sind auch sehr froh, hier im Starterzentrum 2 gelandet zu sein. Am besten darf ich Sie einladen, mitzukommen. Also die Rauterberg Akademie wurde zunächst mit dem Ziel gegründet, Akademikern den Weg in die Existenzgründung zu erleichtern. Wir arbeiten inzwischen sehr eng mit der KWT zusammen, arbeiten auch im Coaching-Programm der KWT zusammen, sitzen selbst im Starterzentrum 2, haben daher eine sehr enge Nähe zu den Gründern aus dem universitären Bereich. Darüber hinaus haben wir unsere Ausrichtung erweitert über reine Existenzgründung hinaus, sondern beraten auch kleine mittelständische Unternehmen in Form von Seminaren und Coachingprogrammen. Zuletzt haben wir 2006 den Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium hergestellt und haben ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Namen Unternehmenspraxis für Studierende, in dem Studenten und Absolventen die Möglichkeit gegeben werden soll, Praxiserfahrung zu sammeln außerhalb des bisherigen Systems durch schlechte oder gar nicht bezahlte Praktika. Unser Ziel ist, dass wir Studierenden die Möglichkeit geben, sich nicht mehr ausnutzen zu lassen von Unternehmen. Es wird auch immer, ist immer die Rede von Mindestlohn, ist ja ein sehr aktuelles Thema gerade. Auch in dem Bereich sind wir tätig. Wir möchten, dass Studenten die Möglichkeit haben, Praxiserfahrung zu sammeln, indem sie ein Unternehmen gründen und kleinere Projekte selbstständig für andere Unternehmen bearbeiten. Im Rahmen dessen müssen Sie selbstständig den Zeitplan und auch den Budgetplan ausarbeiten, weshalb Sie nicht mehr ausgenutzt werden können von Unternehmen, da Sie Ihre Bezahlung selbst mit dem Unternehmen aushandeln. In welche Richtung gingen die bisherigen Projekte, die Sie vermittelt haben? Also grundsätzlich ist es so, dass alle Projekte von Studenten bearbeitet werden können, solange sie in sich abgeschlossene Projekte sind. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Aufgabe hat, die in sich abgeschlossen ist, kann sie vermittelt werden, egal aus welchem Bereich es stammt. Wir bieten neben BWL und IT auch juristische Fragen, Nanotechnologie, Biotechnologie, Medizin Fragen an. Die Erfahrung zeigt, dass die häufigst nachgefragten Projekte allerdings aus dem Bereich der IT und der BWL kommen. Bei der BWL ist es Controlling und Marketing ganz verstärkt. Jetzt ist ja gerade die BWL dafür bekannt, dass gerade dort die Generation Praktikum einen besonderen Stellenwert einnimmt, sodass man immer wieder von BWL-Studenten hört, die 2-3 Mal ihren Praktikumsvertrag verlängert bekommen, aber keine Festanstellung. Lässt sich da schon absehen, ob es dort mehr Interessenten auch gibt für die Projekte oder ist das vielleicht auch die Zielgruppe, die Sie in Zukunft ansteuern möchten im Speziellen? Also grundsätzlich wollen wir eine Alternative für alle Studienzweige bieten, statt schlecht oder unbezahlten Praktika, die langjährig dann in Unternehmen gebunden werden, eine Alternative anzubieten. Es ist natürlich noch nicht so bekannt, es ist noch nicht so publik. Wir kämpfen natürlich erstmal gegen alte Fesseln an, die wir überwinden müssen. Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben sehr gute Ergebnisse bisher oder sehr gute Feedbacks von Seiten der Unternehmen als auch von der Studentenseite. Zunächst ist es so, dass die BWLer die größte Gruppe ausmachen. Langfristig gesehen wäre es sehr schön, wenn wir die Studienzweige weiter ausweiten könnten und die daran Interesse haben können. Ja, Herr Rauterberg, ja. Wie wir jetzt gehört haben, beraten Sie ja auch erst in erster Linie auch erstmal kleine und mittelständige Unternehmen, auch bei Rechtsfragen und Ähnlichem. Und haben jetzt erzählt, dass Sie mit dem saarländischen Wirtschaftsministerium zusammen ein Projekt begonnen haben, wo es darum geht, dass Absolventen von der Uni
quasi auch Kontakte oder Aufgaben von Unternehmen vermittelt werden, die diese dann eigenständig in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen dann fertigen. Das ist richtig. Können Sie dieses Projekt ein bisschen näher vorstellen? Ja, also es wurde ja auch schon in dem Beitrag erwähnt. Es geht darum, viele Unternehmen haben kleinere Projekte, die sie bearbeiten möchten, aber aufgrund mangels Manpower oder Zeit aktuell nicht umsetzen können. In diesem Bereich wollten wir vorstoßen. Die Idee war, dass wir diese kleineren Projekte als selbstständige kleine Projekte bearbeiten lassen von Studenten, die hierfür ein Unternehmen gründen, sich selbstständig machen und dieses Projekt als erstes Projekt bearbeiten können, als selbstständige Unternehmer. Hierfür treffen sie sich, die Studenten, mit den Unternehmern, müssen einen selbstständigen Budgetplan und auch Zeitplan ausarbeiten. Anfänglich wollen sie wahrscheinlich mehr bekommen, als der Unternehmer bezahlen möchte. Und dann müssen sie sich darauf einigen. Das ist auch eine Form des Unternehmertums. Und wenn dann das Projekt steht, werden sie die gesamten Gründungsschritte durchlaufen, um dann das Projekt zu bearbeiten. Und glauben Sie, dass das zukünftig eine Alternative für, sagen wir jetzt mal, die Generation Praktikum sein kann? Grundsätzlich während des Studiums sind Praktika unumgänglich, ganz grundsätzlich. Aber um eine Erfahrung zu sammeln, Praxiserfahrung zu sammeln, was das Unternehmertum bedeutet, ist es durchaus eine sehr gute Alternative, wie wir denken, um dieses Wissen zu vermitteln. Insbesondere ist die Diskrepanz sehr auffällig gewesen, dass 40% der Studienanfänger sich vorstellen können, sich langfristig selbstständig zu machen. Am Ende sind es etwa 8,9% auf Bundesebene. Und dieser doch sehr große Unterschied in den Zahlen ist etwas, wo wir gegen arbeiten wollten. Und ich hoffe, dass das eine Möglichkeit sein wird, es so auch zu schaffen. Wie glauben Sie, kommt diese Diskrepanz zustande? Also das, kommt es dann eher, dass die Studenten sagen, es ist doch schwerer, als ich mir vorgestellt habe und scheitert es daran? Oder vielleicht auch an Erfahrungen, die Studenten schon in Unternehmen gesammelt haben? Also insbesondere ist der Schritt in die Selbstständigkeit sehr schwierig. Man muss sich überlegen, man kommt von der Schule, ist man immer wohl behütet, im Studium ist man immer wohl behütet und dann der Schritt zu einem Arbeitsplatz, zu einem sicheren, ist man auch wieder wohl behütet. Man geht von morgens bis abends in einen Job und bekommt am 15. sein Geld. Als Selbstständiger ist es ungewiss. Man weiß nicht, was passiert als nächstes. Wie komme ich an mein Geld ran und gerade am Anfang, auf welche Schritte muss ich achten? Worauf ist besonderer Wert zu legen? Und wir wollen eine Möglichkeit schaffen, dass man diese Erfahrung sammelt, indem man ein Praktikum, indem man ein Unternehmen gründet, ein Projekt selbstständig bearbeitet und nach Abschluss dieses Projektes kann man sich überlegen, möchte ich weiter Unternehmer sein, liegt mir das, kann ich so arbeiten oder ist es vielleicht doch nicht meins und dann war ich Unternehmer auf Probe. Wie Sie erzählt haben, sind ja die ersten Projekte auch schon gestartet und wie sind so die ersten Erfahrungen, die Studierenden gemacht haben oder Absolventen? Also die Erfahrungen sind bisher sehr positiv gewesen. Die Projekte, bei denen wir die Unternehmen und die Studenten zusammengebracht haben, sind bisher sehr erfolgreich. Wir haben keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Wir haben einen Fall gehabt, bei dem es nicht zustande gekommen ist. Wir hatten zwei. Einmal war die Bezahlung zu schlecht. Da haben dann die Teilnehmer gesagt, nee, wollen wir nicht. Auch das ist unternehmerisches Denken. Ja, natürlich. Einen weiteren Fall hatten wir, da hat die Teilnehmerin festgestellt, dass sie mit der Aufgabe überfordert ist. Und hat gesagt, ich kann dieses Projekt nicht übernehmen. Auch das sehen wir als positive Erfahrung an, um selbst festzustellen, was kann ich leisten und was kann ich nicht leisten. Vielen Dank vorerst mal, Herr Lauterberg. Eine Bitte hätte ich noch, ja. Wenn Interesse besteht von der Studentenseite, können Sie sich selbstverständlich immer gerne an die Lauterberg Akademie wenden oder auch mit unserem Projektkooperationspartner an die KWT hier auf dem Campus der Universität. Okay, das war der erste Teil zum Thema Generation Praktikum. Wir haben natürlich aber auch mal an der Uni nachgefragt, was denn Studenten zum Thema Generation Praktikum so alles einfällt. Tja, schaut euch das doch einfach mal an. Film ab! Wir haben uns heute mal auf die Suche nach beinahe Absolventen hier an der Saar-Uni begeben und haben auch tatsächlich einen gefunden. Wie viel fehlt dir denn noch, bis du fertig bist mit dem Studium? Also ich muss am 2. Juli meine Diplomarbeit abgeben und dann sollte ich eigentlich auch damit fertig sein.
Und jetzt hört man ja von vielen Studenten, Schlagwort Generation Praktikum, dass sie nicht genau wissen, wie es danach weitergeht, dass es keine festen Stellen zu sagen gibt. Hast du schon was, was du danach machen wirst? Also Zusagen habe ich natürlich auch noch keine. Wenn natürlich nichts anderes übrig bleibt als ein Praktikum, muss man sich überlegen, wie gut ist das Praktikum, ist das in der Firma, in der ich auch wirklich arbeiten möchte, dann denke ich, ist es keine schlechte Idee, dann kann man sich dort mal präsentieren und zeigen, was man drauf hat. Wenn es natürlich wirklich nur in Richtung Sklavenjob geht und ein bisschen kopieren, dann sollte man auch so viel Stolz haben und sagen, nee, das mache ich nicht, in der Zeit warte ich lieber noch. Also das heißt, du meinst, man kann das schon vorher erkennen, in welche Richtung das Praktikum gehen wird? Weiß ich nicht, ob es vorher geht. Deswegen, es hat was damit zu tun, ob einen die Firma und auch der Bereich interessiert. Und man muss es halt auch mal ausprobieren. Und es ist halt immer nur ein Praktikum. Wenn es einem wirklich nicht gefällt, kann man es immer noch mal hinwerfen. Was sagt dir denn der Begriff Generation Praktikum? Ja, Generation Praktikum. Also ich habe den Begriff noch nicht gehört, aber man kann sich ja schon was drunter vorstellen. Also sprich, dass eine Generation sehr viele Praktika absolviert. Trotzdem würde ich mal sagen, ist ein Praktikum immer noch besser, erstmal als gar nichts zu machen. Ist natürlich schon dann, wenn das ausgenutzt wird von den Betrieben, von den Unternehmen, dass dann die Leute von A nach B geschoben werden, ist es eher schlecht. Was sagt dir denn der Begriff Generation Praktikum? Verbindest du damit irgendwas? Naja, Leute, die tausende Praktika machen müssen im Abschluss, bevor sie endlich mal einen Job bekommen. Und meinst du, das könnte für dich, könnte dir auch blühen? Oder meinst du, du bekommst direkt nach deinem Abschluss sofort einen guten Job? Ich weiß noch nicht, ob ich nach dem Abschluss direkt einen Job haben will oder erstmal noch doktormäßig weitermachen. Okay, und ein weiterer Fast-Absolvent vor unserer Kamera. Was sagt dir denn der Begriff Generation Praktikum? Ja, ist ja so ein Modebegriff, den man in letzter Zeit ziemlich häufig hört. Soweit ich weiß, geht es darum, dass viele Studenten einfach nach dem Studium ständig irgendwelche Praktika machen, vielleicht auch schon während dem Studium, aber nie einen Vertrag angeboten bekommen, beziehungsweise irgendwann auch mal Geld verdienen. Und wie ist das bei dir selber? Siehst du dich das selber auch gefährdet, dass du eventuell auch in diese Praktikumschiene reinrutschen könntest? Also ich selbst werde versuchen, mich dagegen zu wehren, so gut es geht. Aber ich schätze, es führt keinen Weg dran vorbei, irgendwie auch mal ein längeres Praktikum zu machen. Ich habe das jetzt halt schon während dem Studium gemacht. Von dem her werde ich versuchen, das dann auch auszuspielen und zu sagen, seht mal her, ich habe schon meine praktische Erfahrung gesammelt und jetzt stellt mich doch bitte mal ein. Aber notfalls würdest du auch ein Praktikum annehmen? Ja, aber nicht zu sehr, weil ich denke, man sollte das nicht irgendwie auch noch fördern, weil wenn das jeder macht, dann wird es immer mehr ausgenutzt werden und dann haben auch die zukünftigen Absolventen gar keine Chance mehr, dann irgendwie vor 30 dann mal noch eine Arbeit zu finden. Ne? Da werden sie immer nur noch Praktika machen. Was sagt dir die Generation Praktikum? Praktikum finde ich gut, solange ich das machen muss. Wir sind zurück im Studio und haben einen weiteren Gast hier, Herrn Professor Scholz, BWL-Lehrstuhlleiter Medienkommunikation und Management. Sie haben auch zum Thema Praktikum einiges veröffentlicht, so zum Beispiel in Ihrem Weblog bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unter anderem auch noch im Spiegel und bei der Neon. Und ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und dort sagen Sie, dass sich die Unternehmen gerade beim Einsatz von Dauerpraktikanten ins eigene Fleisch schneiden. Und glauben Sie, dass die Firmen das wirklich einsehen und sich das zukünftige Bild von den Praktikanten dadurch ändert? Also ob die Firmen das einsehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Es wirkt ja auf den ersten Blick so einfach. Ja, ich stelle die Praktikanten ein, die kosten mir wenig, die bringen vielleicht irgendetwas. Nee, das Problem, vor dem wir stehen, ist ja, in Zukunft werden Firmen händeringend Mitarbeiter brauchen. Das wird ein großes Problem werden. Und wenn Firmen, was sie gegenwärtig machen, durch diese ganzen seltsamen Praktika, die sie anbieten, sich ihr Image auf dem Arbeitsmarkt kaputt machen, ist das ein Punkt, da ist der Schaden größer als der Nutzen, den ich gegenwärtig habe. Dann ist es ja so, das haben wir auch im Beitrag gesehen, dass also kaum einer gerne das Praktikum macht, wenn er merkt, das ist so eine Sklavenarbeit. Klar. Und ab dem Zeitpunkt schaltet er auf Null. Und dann sitzt er da und tut nicht mehr kopieren, sondern schreibt Bewerbungen oder kopiert die Bewerbungen. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Betriebswirtschaftlich rechnet sich das kaum. Wenn ich solche billigen Arbeitskräfte haben möchte, kann ich das anderweitig lösen, da brauche ich nicht diese Variante. Also Praktikum während des Studiums, definitiv, super Idee, machen, nach dem Studium Praktikum unter keinen Umständen. Also sagen Sie auch, so die Zeit der Dauerpraktikanten läuft aus? Ja, also erstens läuft es sowieso aus, genau was da auch einige Studenten gesagt haben. Wir fördern das gar nicht mehr, wenn es irgendwie möglich ist.
Von Unternehmensseite fängt es an auszulaufen, weil eben wir zunehmend Bedarf bekommen, den wir nicht befriedigen können. Und dass die gegenwärtig ihre Praktikumsstellen nicht besetzen können, merke ich jeden Tag in der Post, wo die Firmen händeringend Praktikanten suchen und sich jetzt wundern, dass sie die nicht kriegen. Sie haben jetzt gerade gesagt, generell gegen Praktikum nach Abschluss des Studiums auf gar keinen Fall. Dagegen, ja. Das heißt, also warum genau? Es könnte ja auch sein, dass ein Student sagt, naja, es wird noch dazu passen zu meiner Ausbildung, zu meinem Abschluss an der Uni, wenn ich jetzt hier bei diesem Sender noch 2-3 Monate Praktikum dranhänge. Gut, das kann jetzt sein, dass es in Medienunternehmen anders ist. Vielleicht machen wir das Orga-TV auch mal, dass wir da Praktikanten einstellen. Das wäre ja auch noch eine Variante nach dem Studium. Orga-TV. Ein paar Monate Orga-TV können wir gut machen. Die zahlen das dann auch noch selber. Oder wir lassen das von anderen Institutionen auch finanzieren. Da gibt es ja verschiedene Finanzierungsmodelle. Nee, vollkommen klar. Das scheint auf den ersten Blick reinzupassen. Nur die Frage ist, wenn ich zielorientiert studiere, oder selbst wenn ich nicht zielorientiert studiere, irgendwann ist das Studium beendet. Und dann, das kenne ich von einer Reihe von Fällen, ein Praktikum, ja, das ist nett, noch dazu zu machen. Dann kommt das zweite Praktikum, ist eigentlich auch noch schön. Ich hatte vor kurzem einen Fall, in einem Auswahlgespräch, hat der Betreffende, ich glaube, 5 Praktika hintereinander gehabt. Und dann habe ich gesagt, also jetzt müsste eigentlich mal ein richtiger Job kommen. Oh, ich hätte noch eine Idee für ein Praktikum. Das heißt, diese Idee des Dauerpraktikums nach dem Studium kann man nicht nur den Unternehmen ankreiden. Es sind teilweise auch die Studenten, die Absolventen, die ein bisschen entscheidungsunfreudig sind, ja, lieber mal nicht entscheiden. Und sich dann ins Abseits spielen. Und sich dann ins Abseits spielen, weil man spielt sich definitiv ins Abseits. Die Personalleute können eine Bewerbung lesen. Und wenn ich ein Studium habe und ich habe 4-mal Semesterferien und von den 4 habe ich 2 mit einem Praktikum belegt. Wenn die irgendwie Sinn machen, sagt mir jeder, klar. Wenn ich in den 4 Ferien schon 8 Praktikumsvarianten drin habe, dann ist das schon wieder suspekt. Das heißt, dann habe ich also den karriereorientierten Workaholic, den auch nicht jeder will. Aber wenn ich dann nach dem Studium schon ein Praktikum habe und wenn sich dieses Praktikum dann noch rausstellt, als so ein Dauerpraktikum im Sinne von, war eigentlich kein richtiges Praktikum, im Sinne von Lernen, ist man völlig aus dem Abseits. Weil da würde jeder sagen, also mein Vorgänger hat den nicht haben wollen. Punkt. Vorbei. Vielen Dank, Herr Scholz. Vielen Dank für Ihre Ansichten. Mhm. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag, denn es gibt ja auch noch eine Alternative zu Praktikum nach dem Studium, zum Beispiel eine Existenz zu gründen. Wir waren auf der Existenzgründermesse, das war in Saarbrücken auf dem Messegelände, und haben uns dort mit Wirtschaftsminister Georgi unterhalten. Und das zeigen wir euch jetzt. Film ab! Existenzgründung ist ein Thema, das für viele Studierende nach Abschluss ihres Studiums interessant sein kann. Deswegen waren wir von OrgaTV auf der Gründermesse 07 und haben uns dort einmal umgeschaut. Herr Georgi, die Existenzgründermesse findet nun zum 4. Mal schon statt. Welche Bilanz können Sie ziehen? Also insgesamt mit der Gründermesse, die ist ja ein Teil unserer SOG-Initiative, haben wir es doch hier im gemeinsamen Land geschafft, dass das Selbstständigendefizit etwas verringert werden konnte. Das Saarland leidet unter einem Unternehmerdefizit aufgrund seiner Industriestruktur, aufgrund seiner Industriegeschichte. Und insofern müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass mehr Menschen bereit sind, sich selbstständig zu machen. Und wenn man es misst an dem Indikator Betriebsgründung zur Betriebsaufgabe, hat das Saarland im Vergleich zum Durchschnitt Deutschlands, aber auch im Vergleich zum Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer, das Defizit etwas abbauen können in den letzten 6 Jahren. Ja, im Moment ist ja die Konjunktur am Boomen. Erwarten Sie sich hier auch Impulse, dass man erwarten kann, dass in den nächsten Jahren die Existenzgründung von Privatpersonen noch mehr zunehmen werden? Ja, ich glaube schon, dass es da einen positiven Zusammenhang gibt. Der Optimismus nimmt ja zu aufgrund der Lage. Die Daten sind positiv.
Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten fürs nächste Jahr eine ähnlich hohe Wachstumsrate der wirtschaftlichen Entwicklung wie in diesem Jahr. Das wird dazu beitragen, dass es mehr Menschen geben wird, die sagen so, jetzt wage ich's. Kann man schon einen Trend feststellen, dass es immer mehr geworden sind, die sich hier auf der Messe präsentieren, jetzt im Vergleich zu den letzten Existenzgründungsmessen, die stattgefunden haben? Ja, das, was wir heute hier erleben, ist wohl die beste Messe, die ich selbst erlebt habe bisher, von der Resonanz her, aber auch, glaube ich, insgesamt von dem Angebot. Vielen Dank, Herr Georgi. Das war Orga TV von der Gründermesse 07. Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Beitrag zeigen konnten, dass sich auf dem Gebiet der Existenzgründung im Saarland einiges tut. Und jeder, der sich für Existenzgründung interessiert, kann sich natürlich auch einmal an die Rauterberg-Akademie wenden, denn das ist ja auch eines ihrer Gebiete. Aber wir haben noch einen ganz anderen Gast auf der Gründermesse in Saarbrücken getroffen, nämlich den Survival-Experten Rüdiger Neberg. Ich bin sicher, viele von euch kennen ihn. Das ist derjenige, der alle Wüsten zu Fuß durchquert hat, quer durch den Dschungel, ohne Kompass und ohne Machete. Und ihn haben wir auch in einem kleinen Interview gehabt. Film ab! Ja, ich stehe jetzt hier mit Herrn Neberg und... Das bin ich. Richtig. Und ich wollte mal fragen, in erster Linie ist man vielleicht überrascht, wenn man Ihren Namen auf der Gästeliste liest. Was machen Sie hier genau? Ja, bestimmt keine Insekten essen. Ich soll dem Publikum erzählen, wie ich mit ungewöhnlichen Ideen, mit Kreativität, mit Sturheit Dinge erreicht habe, die man sonst erstmal für unmöglich gehalten hat. Dass die Beendigung des Bürgerkrieges in Brasilien, Goldsucher gegen Yanomami-Indianer, dann, wie ich überhaupt begonnen habe, meine Konditorei zu gründen und wie ich das Thema Survival, die Überlebenstricks in Deutschland zu einem Beruf gemacht habe und jetzt aktuell mein Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung mit der Kraft des Islam. Das ist das Besondere, weil ich meine, da habe ich eine Chance, den Brauch zu beenden. Wie haben Sie da schon erste Erfolge erzielt oder Kooperationspartner gewonnen in Ihrem Kampf? Die höchsten der Welt, die höchsten Muslime der Welt, das war auch mein Ziel, denn die meisten Betroffenen weiblicher Genitalverstümmelung sind Muslimen und unrichtig wird es mit dem Koran begründet. Der Koran wurde meine Waffe und da habe ich die allerhöchsten Muslime der Welt überzeugen können, dass sie mitmachen und wir hatten jetzt den Durchbruch mit einer Konferenz in Kairo in der heiligen Azhar-Universität, das ist die größte und die älteste der Welt. Und da kamen die 15 höchsten Muslime der Welt. Der große Mufti von Ägypten hat zum Beispiel die Schirmherrschaft für meine Konferenz übernommen. Der Großscheich von Al-Azhar ist gekommen. Also die allerhöchsten der Religionsminister und Koryphäen aus aller Welt. Und nach zweitägiger Diskussion haben sie den Brauch zu einer absoluten Sünde erklärt, zu einem Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt. Das muss jetzt in alle Moscheen der Welt getragen werden, vor allem in den 35 Ländern, wo verstümmelt wird. Das sind vielleicht 4 Millionen, ich habe es noch nicht gezählt. Und jede dieser Moscheen soll nun ein Büchlein kriegen mit diesem Beschluss, mit der Aufzählung all der Folgeleiden, die mit Verstümmelung zusammenhängen, mit wichtigsten Zitaten der Redner und aber mit der abschließenden Fatwa, mit dem Rechtsgutachten, das den Brauch zur Sünde, zum Verbrechen erklärt. Das werden wir dieses Jahr machen. Da habe ich eine große Konferenz geplant in Mali, wo alle diese 35 höchsten Gelehrten zusammenkommen werden. Die werden eingeschworen auf den Beschluss von Kairo und alle, die mitmachen, kriegen dann diese kleinen Büchlein. Herr Neberg? Das hört sich ja schon mal ganz gut an und das ist ja wirklich schon ein großer Erfolg für Sie. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiter alles Gute und viel Glück, dass es in alle Moscheen der Welt hinausgetragen wird. Sonst wandere ich von Moschee zu Moschee und erzähle das.
So, jetzt wisst ihr auch, was Herr Rüdiger Nehberg zurzeit so macht. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung. Ich darf mich beim Herrn Lauterberg bedanken und beim Herrn Scholz, dass Sie zu Gast waren und entweder ihr Unternehmen vorgestellt haben oder auch mal gesagt haben, was Sie von den Praktika an sich denken. Nächste Woche haben wir auch ein sehr brisantes Thema, nämlich Studiengebühren. Bei uns wird in der Sendung der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schmidt zu Gast sein, der der die Landesregierung vertreten wird. Wir werden auch noch versuchen, einen vom AStA, wenn es geht, den Vorsitzenden in die Sendung einzuladen. Das wird bestimmt eine heiße Diskussionsrunde. Und zum Abschluss jetzt ein besonderes Schmankerl. Wir waren nämlich in der WG von Heiko. Heiko, unser Bildregisseur. Er sucht ab Oktober, glaube ich, einen neuen Mitbewohner. Ihr könnt euch ja die WG mal angucken. Ja, und vielleicht seid ihr bald der neue Mitbewohner von Heiko. Macht's gut, viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss. Hallo, ich heiße Heiko, bin 26 Jahre, ihr kennt mich wahrscheinlich von OrgaTV und tatsächlich suche auch ich Mitbewohner für meine WG. Wir haben zwei Zimmer zu vermieten, eins ab September zur Zwischenmiete bis März nächsten Jahres und ab Oktober haben wir ein Zimmer zu vermieten, das praktisch unbegrenzt zeitlich zu vergeben ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir anruft und euch für dieses Zimmer vielleicht vorstellt. So, dein Zimmer hat 24 Quadratmeter und du zahlst all-inclusive ca. 220 Euro. Hier im Zentrum von Saarbrücken natürlich ein unschlagbarer Preis. In der All-Inclusive-Leistung ist DSL 16.000 dabei, eine Telefon-Flatrate. Das Einzige, was dazukommt, ist ein Heizölzuschlag, einmal 100 Euro ca. im Jahr. Das war eigentlich auch schon alles. Er sollte auf jeden Fall nicht unzuverlässig sein, unordentlich, ja, und stinken sollte auch nicht. Dann sag mal drei positive Eigenschaften, die er haben sollte. Das Gegenteil. Thank you.
Und jetzt ab!